Hallo Deutschland, hallo meine Freunde der gepflegten Automobile. Heute in dem Video ID4 zeige ich euch mal das neueste Produkt von Volkswagen. Genießt es! Ja, heute zeige ich euch den ID4. Das ist ein Kompakt-SUV, der zurzeit von Volkswagen überall angepriesen wird. Ist eigentlich der Hauptkonkurrent von Model X von Tesla und den hat sich sogar VW selbst auserkoren, weil er hat gesagt, ja, den müssen wir uns als Maßstab nehmen, dann müssen wir ein bisschen Gas geben und ein qualitativ hochwertiges Fahrzeug auf die Beine stellen. Ja, und das haben sie auch. Es ist ein 4,58 Meter langer Kompakt-SUV, der 1,85 Meter breit ist, ist ein bisschen kleiner wie das Model X, oder nach X, Entschuldigung, Model Y natürlich, auf Englisch heißt es ja Model Y, und er hat einen CW-Wert von 0,28. Ja, was ist noch zu sagen? Er hat ganz filigrane Linien von außen. Er wurde natürlich sehr an den ID3 gehalten, nur in einem größeren Format, so dass man viel größere Leute und auch viel mehr Platz hat drin. Das Allerschönste ist für die Familien, ist sehr wichtig, er hat drei Isofix-Anschlüsse, einen vorne und zwei hinten. Und das Allerbeste ist, dass der Airbag vorne abschaltbar ist und das finde ich super. Er hat ein Kofferraumvolumen von 543 Liter und das ist nicht klein, finde ich, also der ist schon ganz schön groß. Aber trotzdem ist das Model Y von Tesla größer, also was Kofferraum und Platzvolumen anbelangt. Wenn man natürlich die ein Drittel und zwei Drittel Sitze hinten umlegt, dann hat man 1575 Liter zur Verfügung. Das ist nicht schlecht, das ist schon ein guter Wert, sage ich. Und ja, Ladekabel ist dabei und man könnte das aber besser machen mit dem Ladekabel, weil ich finde, der ist hinten im Kofferraum und der sollte eigentlich vorne sein, so dass man nicht, wenn man in Urlaub ist, den ganzen Kofferraum ausräumen muss, um an die Ladestation zu gehen. Jo, Software. Zur Software, was soll ich dazu sagen? Jeder, der sich jetzt ein ID4 kauft, ist eigentlich ein Tester. Weil erst so im ersten Quartal des Jahres 2021, Ende des ersten Quartals, gibt es das neue Software-Update und dann wird vielleicht alles funktionieren. Die Qualitätsanmutung innen drinnen sieht echt hochwertig aus, ist sehr gut verarbeitet. Nicht auf dem gleichen Stand wie Model Y, aber ich würde sagen sogar ein bisschen sogar besser. Model Y ist gut, aber der von VW, die Verarbeitung ist echt sehr hochwertig. Ja. Innen drinnen hat er natürlich nirgendwo einen Knopf. Alles, was ihr hier seht, das sind Touchscreen. Das finde ich lustig. Brems- und Gaspedal wie auf dem Video oder Kassettenrekorder. Ja, das weiße Lenkrad, das ist so eine Sache, das muss man nicht unbedingt mögen, aber kann man konfigurieren. Jeder so, wie er mag. Die Bedienung ist sehr easy. Sobald man einmal mit dem ID3 gefahren ist, weiß man gleich, wo man wo was findet. Das ist total ganz einfach findbar. Was ich noch sagen wollte ist, ja, man kann einfach durch die Menüs blättern. Wer schon mal ein Smartphone in der Hand hatte, weiß, wie das geht. Also es ist total einfach. Aber für manche Leute, die sich noch nicht so damit auskennen, die sollten sich da mal richtig informieren, dass man genau weiß, wie das alles geht. Auf dem großen Display kann man zwischen Smart oder Classic Klima hin und her switchen. Also das ist eine Zwei-Zonen-Klimaanlage. Und der Frontassist ACC ist im ID4 First Edition
Serien. Da kann man nämlich einstellen und dann hält das schön Abstand. Und das Allerschönste ist diese Musik, die kann man ja individuell steuern. Also man kann ja den Klang nur nach vorne oder nur nach hinten machen, wenn man Musik hört. Das Navi ist Discovery Pro. Das ist also im First inklusive. Dann kann man innen und außen alles kontrollieren, ob das Licht funktioniert, ob die Serviceposition alles passt, ob Scheinwerfer, Fenster, Zentralverriegelung, alles kann man mit einem kleinen Wisch nach links oder nach rechts einstellen. So, und dann kommen wir zu der Ambiente-Beleuchtung. Ja, hier haben sie sich auch was Tolles einfallen lassen, die VW-Menschen. Es sind serienmäßig sind 10 verschiedene Ambiente-Beleuchtungen inklusive, wie ihr seht hier in verschiedenen Farben. Und man kann bis zu 30 Farben dazu buchen. Das heißt also extra zahlen, zahlen, zahlen. Jawohl. Aber da bringen sie den Innenraum, die Armaturenbeleuchtung, also die Armaturenbrett, das Handyablage und die Türen. Die leuchten dann alle. Jo, was haben wir hier? Hier haben wir jetzt ja, das Head-Up-Display projiziert alle wichtigen Infos direkt ins Blickfeld des Fahrers. Also es ist schon praktisch. Ich bin das schon im Passat gefahren, das ist super. Bloß das Problem ist, hier bei dem ID.4 First ist das inklusive, aber alle anderen, die müssen leider das bezahlen. Ist halt wieder typisch, sage ich mal. Ja, sowas könnte man eigentlich inklusive machen, finde ich. Aber so ist es halt. Ja, und was gibt es noch Tolles zu sagen? Ja, dieses Auto hat eine Beschleunigung von 8,5 Sekunden auf 100. Ist nicht gerade schnell stehen. Hat eine Höchstgeschwindigkeit von 160. Da wurde er nämlich runtergeregelt. Und seine Leistung ist bei 204 PS. Also im Vergleich zum Tesla, ja, naja, lassen wir es. Der geht richtig ab, der Tesla. Reichweite, ja, 400 Kilometer. Naja, gut. Ich sag mal 300, 320 ist realistisch. So. Und die Batterie, die hat ja eine Kapazität von 82 kW, aber realistisch sind 77, weil die ziehen dann immer so 5% oder 5 kW ab, sage ich mal, für die nutzbare Batterie, damit sie immer im grünen Bereich sind. Ne? Ja, und was kostet der? Der kostet richtig Kohle, der Wagen. Also unter 40.000 könnt ihr suchen, aber ihr werdet den, glaube ich, nicht finden. Das kommt erst noch, die Version, die günstigere. Aber der kostet jetzt so um die 48.000 Euro. Das ist schon ein paar Euros, aber so ist es halt, ne? Und wer das jetzt noch beantragt, der kriegt vielleicht auch noch ein bisschen Geld vom Staat, sage ich mal. Das Tolle ist auch an diesem Auto, ihr könnt mit ihm reden. Ihr könnt ihm sagen, Hallo ID, und dann sagt er, was kann ich denn für Sie tun? Weil das Ding hat nämlich eine Intelligenz und das ist schön, es redet mit dir, aber wie gesagt, das funktioniert noch nicht so richtig. Ja, von diesem Wagen, jetzt, das ist ja die First Edition und irgendwann wird es auch noch eine ID.4 Pro, Life, Business, Family, Tech und Max geben. Die haben alle die gleiche Motor, alles gleiche Batterie. Motor sage ich schon, ja, Motorbatterie. Aber die werden sich ganz schön an den Preisen ändern, weil dann gibt es noch Assistenzpaket Plus und Sportpaket Plus und Komfortpaket Plus. Hauptsache, VW kann richtig Kohle machen, aber jeder so wie er es mag. Jeder so, wie er denkt, dass es für ihn richtig ist und für seinen Geldbeutel, weil da kannst du ja locker mal 60, 70 oder 80.000 nachher dafür bezahlen. Das muss jeder selber wissen. Was gibt es noch zu sagen? Das Auto hat eine Rückfahrkamera, das ist das Schöne, inklusive. Und wenn man einen Gang einlegt, dann erscheint er auch gleich. Und er hat eine Wärmepumpe, die bei kalten Temperaturen die Reichweite verbessert. Das ist echt super. Hier seht ihr auch noch kurz diesen. Wie heißt er nochmal? Den Assist, Lane Assist heißt er, genau. Oh, und das hätte ich ja fast noch vergessen.
Anhängerkupplung. Er hat eine Anhängerkupplung inklusive, Leute. Ja. Er darf sogar Lasten bis zu 750 Kilo ungebremst und 1000 Kilo gebremst ziehen. Ja. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben hinterlässt. Und ich freue mich über jeden neuen Abonnenten, ist ja klar. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Nächstes Mal stehe ich gleich vor der Kamera. Wünsche euch noch alles Gute. Ciao, ciao.